Vielleicht hätten wir den Omnikopter nehmen sollen. Was? Dann würden wir die tolle Landschaft verpassen. Hier stärkt jedes Schlagloch den Charakter. Als ich in eurem Alter... Ziegen! Die sind mein schlimmster Albtraum. Ziegen? Tja, warum blockieren sie die Straße? Verzeihung, könnten sie vielleicht die Ziegen vertreiben? Ich habe das Gefühl, dass da jemand keinen Bock hat. Vielleicht sprechen sie nicht unsere Sprache. Doch, wir können euch verstehen. Gibt es hier ein Problem? Können wir irgendwie helfen? Ihr könnt hier nicht viel tun. Diese Ziegen sind schwach und völlig ausgelaugt. Ihre Essenz wurde geraubt. Wir denken, das war der Chupacabra. Chupacabra? Gwen! Echt jetzt? Gwen! Ein gruseliges Monster, das nur Ziegen aussaugt? Komm rein, verschwinden wir! Glaubt ihr das wirklich? Was soll es sonst sein? Okay, bitte, Gwen, steigen wir in die Rostbeule und... Du hast doch nicht etwa Angst vor diesem Kerlchen? Das Zicklein heißt Fofinho. Es ist die beste Ziege unseres Dorfes mit der reichhaltigsten Ziegenessenz. Was ist das? Es ist der Chupacabra! Halt, stopp! Was? Der Chupacabra? Er ist verschwunden! Oh, habt ihr mich etwa deswegen gejagt? Hier ist weit und breit kein Chibi-Blabla. Chupacabra? Er ist eine Gefahr für alle Ziegen. Keine Sorge, Liebes, er ist fort. Du hast ihn verscheucht. Was? Ihn verscheucht? Oh, na klar habe ich ihn verscheucht. Denn ich kämpfe ständig gegen Monster. Und eines ist klar, das war kein Chappi-Papa. Ich kenne mich aus, die verkloppe ich nämlich im Dutzend. Ach, wirklich? Oh, berichte uns von einem Erlebnis mit einem echten Chupacabra. Hab ich Chupacabra gehört? Chupacabra! Da war das Wort schon wieder. Wie befürchtet. Kein Huf ist mehr sicher. Chupacabras gibt es nicht, die... Zeit für eine Geschichte. Ich war gefangen zwischen einer Lasagne und einem finsteren Abgrund. Da war er viel größer als ich, 4 Meter hoch, mit Klauen so groß wie Bananen. Ganz wild und rasend vor Wut, sein gestreiftes Fell zum Greifen nah. So sehen Chupacabras gar nicht aus. Ach, du meinst die, die gar nicht existieren? Die sehen in echt also anders aus? Ich warf einen Blick in seine katzenhaften Augen und schrie, ich zieh dir das Fell über die Ohren! Wow, ich hab noch nie von einem Chupacabra mit Katzenaugen gehört. Oder Streifen. Aber wer weiß, wir haben ihn noch nie gesehen. Hört alle her, dieses vorlaute Kind wird uns von dem Chupacabra retten! Ja! Toll, du nutzt ihren Aberglauben aus, um dich feiern zu lassen. Und ich garantiere dir, das geht nach hinten los. Aber hey, hör nicht auf mich, was weiß ich schon. Nee, die Sache hat sich erledigt. Tu's für deine Enkel, tu's einfach für deine Enkel. Also, Ziegen, warum hast du Angst vor ihnen? Es war furchtbar, Kinder. Sprechen wir nicht mehr über seine Angst vor Ziegen. Was hast du vor, wenn die Leute auf deine Chupacabra-Lüge zurückkommen? Das war keine Lüge, sondern kreative Übertreibung. Nie im Leben fällt ein ganzes Dorf auf so eine Geschichte herein. Hallo, verehrte Gäste. Dieses Jahr widmen wir unser gesamtes Dorffest dem großen Chupacabra-Jäger. Ich will es nicht hören. Was hast du gesagt? Eine hochverdächtige Gestalt mit Ruth Fofinho und andere geliebte Ziegen im Osten des Dorfes? Ben, El Chupacabra sucht uns heim. Das ist dein großer Moment. Ich glaube, ihr solltet etwas über meine Chupacabra-Geschichte wissen. Ja, ja, bekämpfe erst das Monster. Da ist es! Ich habe noch nie etwas so Schauriges gesehen. Fofinho,